Willkommen zurück hier bei Dying Light, meine Freunde. Und ich habe mal in den Steuerungen dann einfach das umgestellt. Und ich habe das ist auf Caps sogar einfach. Und das werde ich euch jetzt mal kurz hier vorführen. Und zwar sieht das Ganze so aus. Ja, ich schmeiße diese hammergeile Böllergranate. Und die hübschen Zombies da draußen werden angelockt. Beziehungsweise abgelenkt. Ist doch wunderbar hier. Ja komm, geht da rein, meine lieben Zombie-Freunde. Geht da schön rein und verbrennt. Das ist Dying Light. Gut, aber wie gehen wir jetzt weiter vor? Ich könnte natürlich hier runterspringen, ne? Würden die da jetzt auch dahin gehen? Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen einteilen, ne? Boah, da kommen aber auch immer mehr, ey. Ist doch. Kannst ja keinem erzählen. Schnell, schnell, schnell benutzen. Hier auch noch schnell, wenn es geht. Bin mit dem Auto fertig, Spike. Weiter so, dann schaffst du das vielleicht. Okay, die nächste Falle ist nicht weit. Es versteht sich von selbst, aber lass dich nicht im Freien erwischen. Spike, die Biester sind überall. Falls ich eine Falle brauche, wie aktiviere ich sie? Kannst du nicht. Wie gesagt, die sind nur für die Nachtmission. Mist. Na gut. Ach, das werden wir schon schaukeln irgendwie, Leute. Ist kein Thema. Ja, irgendwie wird das schon gehen. Wir haben ja ganz viele Häuser, mit denen wir hochklettern können. Oh. Einfach nur festhalten, dann klappt das schon. Und ja, ich muss sagen, bisher gefällt mir Dying Light sehr gut. Und hier ist irgendwo das nächste. Imposantes Teil. Dreimal so hell wie eine normale Straßenlaterne. Davon kriegen die Infizierten Sonnenbrand. Ja, mal geil, dann lass uns das mal ausprobieren hier. Okay, weiter geht's. Oh, fuck. Gut, das nächste Teil müsste auf dem Haus da sein. Gehen wir mal weiter hier. Oh my fucking God. Oh shit, das war zu weit. Oh Gott. Ist runtergefallen, Leute. Fast runtergefallen. Aber gut, weiter im Text. Müssen wir denn hier... Was müssen wir denn hier noch aktivieren? Das ist wahrscheinlich das Teil da, ne? Jawohl. Klappt doch schon mal sehr gut. Ja? Könnte nicht besser laufen, Leute. Solange wir hier oben bleiben, ist alles in Ordnung. Aber es gibt bestimmt auch mutierte Zombies, die dann irgendwann auch mal hochklettern können. Fuck. Aber das, ja. Zeigt uns erstmal die Zukunft dann. Ich hoffe, das dauert noch ein bisschen. Okay, da oben müssen wir irgendwie hin. Komm, halte dich fest, bitte. Okay, da hoch. Kommt man denn bestimmt übers Dach hier? Das ist aber zu hoch ein bisschen, ne? Nein, das klappt sogar. Wunderbar. Okay, wir sind jetzt in der Höhe von dem Teil und können dann dementsprechend hier auch irgendwie rüber springen, ne? Oh Gott, dammit, Leute. Das ist ernst? Oh, fuck, war das knapp. Okay. Gut, Beleuchtung ist bereit. Dann
schon weiter zur nächsten Aufgabe. Mach schnell. Was für eine Aufgabe? Hey Crane, weißt du was? Ich bin auf einem Balkon und beobachte dich. Scheint sich gut zu schlagen für einen Anfänger. Fuck. Danke. Aber bitte komm in einem Stück wieder, ja? Ich will nicht schon wieder einen neuen anlernen. Tja, immerhin behält man auch seinen Humor. Okay, Fertigkeitspunkt erhalten, wunderbar. Das werden wir jetzt dann auch dementsprechend gerade mal ausrüsten hier, bevor wir weitergehen. Wo war denn das nochmal, Leute? Ach, hier. Hier haben wir einen neuen Punkt. Dann zeig uns mal den Baum und zeig uns mal den Skill. Weichen Sie Angreifen aus, indem Sie zur Seite oder nach hinten springen. Bewegen Sie sich in die jeweilige Richtung und drücken Sie zum Ausweichen Leertaste. Ja gut, dann, ne? Nehmen wir das. Wunderbar. Weiter im Text. Oh shit, Wasser. Und Strom. Das ist keine gute Verbindung, wie wir von Pokémon kennen. Wir gehen falsch irgendwie. Okay, hier ist noch ein Teil und ab dafür. Mist. Spike, das ganze verdammte Viertel ist finster. Was zum Teufel ist los? Oh, nicht schon wieder. Also gut, hör zu. In deiner Nähe ist ein Umspannwerk. Sieh es dir an. Ein Umspannwerk. Sieh es dir an. Ich denke mal, vollgeladen mit Zombies da. Hey, der Stromausfall ist eine Katastrophe. Wir sind wehrlos. Die Unterschlüpfe und einige Fallen funktionieren auch nicht mehr. Wir brauchen schnellstens wieder Strom. Ich mache es so schnell ich kann, Spike. Ja, das solltest du, denn es wird auch dunkel. Mittlerweile. Okay, lass uns aber hier erstmal hochklettern und die Lage checken, bevor wir hier in die Zombiehorden reinhauen. Oh nein, ich hasse so Gebäude. Muss das sein? Ist auch überall zu, ne? Der ist tot, oder? Ja, der ist tot zum Glück. What the fuck? What the fuck ist das, bitte? Boah, es hat gerade hart geleckt, aber ich hoffe, man hat was gesehen. Ach, das hält ihn zurück, oder was? Fuck, Mann. Wie soll man den bitte töten? Hier irgendwas aktivieren. Ich geh einfach da rein, oder? Sollte safe sein. Oder kommt die hier rein? Ach lol, hier liegen Sachen rum. Ich hoffe, du bist tot, mein Lieber. Schreit jetzt uns die Bude voll. Das kannst du mir glauben. Das ist aber geil. Du kannst hier so die Sachen checken. Mit diesem Q oder was das auch für ein Skill hier ist. Was? Ach so, lol. Oh, es kommt bestimmt einer von hinten jetzt. Gut, das Umspannwerk läuft wieder. Aber wo es einen Kurzschluss gab, kann es wieder einen geben, das weißt du, ja? Die Elektrik überlässt du mir, ja? Mach, dass du zum Unterschlupf kommst. Du wirst dort übernachten müssen. What? Was ist das hier? Gehirnsuppe oder was? Gut, hier ist auf jeden Fall noch ein Entwurf. Und hier drin ist auch noch was. Ich will es eigentlich gar nicht wissen, was da drin ist. Der Notausgang. Okay. Fuck, ich gehe weg einfach. Ich hab schon genug hier. Und es ist arschdunkel.
Es ist Arsch, ja. Nee, es ist Arsch, düster und dunkel. Das ist, oh Gott, das ist abnormal. Und diese Atmosphäre auch, es ist, oh. Leute, was spiele ich hier allein überhaupt? Läuft, läuft. Fuck, geh da hoch. Okay, kannst ruhig bleiben, kannst ruhig bleiben. Es wird alles wieder gut. Es wird alles wieder gut. Wir sind einfach nur zum Unterschlupf. Und das schaffen wir ja wohl. Ach, es sind hier oben auch Zombies. Das gefällt mir gar nicht. Das ist ein bisschen suboptimal, ne? Aber wir werden das schon irgendwie überleben. Also, oh mein Gott, dammit. Kommen wir da rüber so? Oder verletzen wir uns da? Lass lieber hier lang gehen, Leute. Kommt. Hier ist noch eine Kiste. Okay, guck mal eine an. Eine Schnur und ein Bauteil. Mhm. Das erfreut doch mein armes, kleines Herz gerade. Und das hat ihn wahrscheinlich auch erfreut. Cool. Okay, go. Ja. Okay, das ist ein bisschen suboptimal jetzt. Wir müssen irgendwie dahin. Ich gehe mal am besten da lang. Schnell hier rauf. Ich hasse es, wenn es dunkel ist, ne? Was hat denn der jetzt für ein Problem? Haben wir Schmerzen? What? Okay. Oh, das hat bestimmt wehgetan hier, die Stacheln. Lol, geil. Mach mal auf hier. Boah, eine Klinge. Und Kaffee, geil. Oh, wir sind safe, Leute. Geil. Ach, hier rein muss man dann, okay. Gut, dann gehen wir noch da rein. Scheiße. Oh nein. Bitte hau ab. Jumpscare. Jumpscare, oh Gott. Hey Doc, hier ist Kyle Crane. Crane, was kann ich für Sie tun? Ich habe gerade einen seltsamen Zombie gesehen, voller großer grüner Beulen. Er ist abgehauen, als er mich entdeckt hat. Was kann das gewesen sein? Leider reichen diese Angaben nicht. Aber wenn Sie noch einen sehen, dann sagen Sie Bescheid. In Ordnung. Ja, ich hoffe, das ist abgeschlossen. Spielerversteck, ja, wunderbar. Boah, Leute, also, im Dunkeln macht das gar keinen Spaß. Nein, Quatsch. So, Spielerversteck, was haben wir hier? Ja gut, hier können wir Sachen lagern. Ich hoffe, die Tür bleibt zu, ne? Wenn wir jetzt hier pennen. Gut, Leute, ich mache jetzt mal einen Cut. Und dann mal sehen, wann es weitergeht. Und ob alleine oder ob zu zweit. Und ja, ich hoffe, euch hat es bisher mal gefallen. Schreibt es in die Kommentare. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bei diesem schönen Unterschlupf hier. Und bei der Dying Light, genau.